Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag. Ich weiß, das Thema ist schon ausgelutscht und so wichtig kann es auch nicht sein, wenn selbst die Heute-Show-Gags darüber macht. Aber ich komme einfach nicht drauf klar, wie dumm das ist. Und ich dachte, nein, das ist zu billig. Da steige ich jetzt nicht auch noch ein. Es ist eh zu spät. Und es hat mich aber bis heute nicht losgelassen. Und ja, ich meine Bavaria One und dieses Bild. Ich finde es übrigens schön, dass sie für Peter Maffay auch noch ein Rednerpult aufgebaut haben. Erstmal die Tatsache, dass Söder auf der Bühne steht und neben ihm ganz groß nochmal sein eigenes Bild ist. Was denkt Söder, wer er ist? Taylor Swift? Über den blau-weißen Stil seines Kopfes im Logo brauchen wir gar nicht reden. Aber was ist das bitte für ein Blick? Das sieht irgendwie, sieht mir ein bisschen zu sehr nach Grab Her by the Milky Way aus. Die Sterne sind auch nur daneben, um auch nur irgendwie ansatzweise kenntlich zu machen, dass es sich beim Ganzen um Weltraum handelt, beziehungsweise natürlich um den Planeten Söder. Wenn man das erste Mal sieht, dann hat man wirklich so einen sprachlosen Moment, wie man das sonst nur nach Donald Trump-Tweets kennt. Ich meine, im Weltraum herrscht Stille, beeindruckende Stille, mit einer überwältigenden Aussicht. Das Letzte, was der Weltraum braucht, ist die Fresse von Markus Söder. Die geht ja schon allen ab Südthüringen auf den Sack. Und wie alles, was in der CSU gemacht wird, wird es natürlich mit Franz Josef Strauß begründet. Wir wollen, und es passt auch dieser Tage ganz gut, wenn wir an den Todestag von Franz Josef Strauß erinnern, an seine Erfolge anknüpfen, Bayern weiter zum absoluten Top-Standort für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Es kann nur Bayern, Bavaria One. Wir schauen zu den Sternen, um uns hier besser zu verstehen. Ich glaube, Söder kommt selbst bei einer mathematischen Kurvendiskussion nicht ohne Strauß-Zitat aus. Ich habe übrigens mal eine Kurvendiskussion der CSU-Umfragewerte gemacht. Alles ausgerechnet, Limes, Streckung, vor allem den Nullpunkt, den habe ich sehr oft ausgerechnet, da gab es einige und so weiter. Und habe die Werte dann in eine Excel-Tabelle eingegeben und heraus kam dieses Geräusch. Der Fliegenpilz zum Beispiel, der im Volksmund als der Giftpilz schlechthin gilt, ist besser als sein Ruf. Er verursacht Übelkeiten und Halluzinationen, ist aber nur in großen Mengen tödlich. Mal Hand aufs Herz. Habt ihr mitbekommen, dass der Präsident von Interpol verschwunden ist? Von der internationalen Polizeibehörde der Chef ist weg und niemand weiß wo. Entweder habe ich das erst gestern mitbekommen, weil ich das ganze Wochenende in einem Funkloch verbracht habe, also in Niedersachsen, oder darüber wurde wesentlich weniger geredet, als darüber geredet werden sollte. Es handelt sich dabei um den Chinesen und neue Smartphone-Firma Meng Hongwei. Der ist nebenbei noch Vizeminister für öffentliche Sicherheit in China, also zum Glück nicht für private Sicherheit, das schafft er offensichtlich nicht so gut, und wird seit einer Reise nach China Ende September vermisst. Seine letzte Nachricht hat er am 25. September an seine Frau geschickt. Er hat geschrieben, dass sie auf seinen Anruf warten soll und hat dazu ein Messer-Emoji geschickt. Und man weiß, es ist was im Busche, wenn ein Chinese normales Besteck verwendet. Es ist, als würde ein Amerikaner das Salat-Emoji oder ein Elefant das Schwebebahn-Emoji benutzen. Da weiß man einfach, da stimmt was nicht. Die chinesische Behörde für Korruptionsermittlungen hat dann mitgeteilt, dass Meng verdächtigt werde, gegen Gesetze verstoßen zu haben. Erstmal, die chinesische Behörde für Korruptionsermittlungen? Was ist das? Ist das sowas wie die VW-Nachhaltigkeitsabteilung oder die FIFA-Ethikkommission? Und dann, tolle Aussage, er hat gegen Gesetze verstoßen. Die Vorwürfe belaufen sich also irgendwie im engen Rahmen zwischen Mord und Wildpinkeln. Interpol hat am Samstag von China eine Klarstellung zum Status von Meng gefordert. Das war alles. Der Chef der internationalen Polizeibehörde ist weg und sie fordern das, was man regelmäßig von seiner Mutter bei WhatsApp fordert, eine Klarstellung des Status. Sonntag kam dann übrigens die Klarstellung, Meng stehe unter Aufsicht und erklärt mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Interpol-Präsident. Es gibt aber auch schon Nachfolger, denn offenbar ist die erste Frage, wenn der Interpol-Chef verschwindet, nicht, wo ist er denn hin, sondern wer macht den Job denn dann? Der Nachfolger wird der Südkoreaner Kim Jong-yang. Dessen Nachfolger wird dann sein Sohn Kim Jong-jung. Was bedeutet es im Kreis Offenbach, wenn jemand gesolvert hat? Er hat A. sich betrunken, B. seine Schulden bezahlt, C. hat sich übergeben oder D. er hat Fleisch gepökelt. Freunde, gestern war ein Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, denn es ist soweit. Taylor Swift greift in den Wahlkampf ein. Ja, ihr sitzt da zu Hause faul vor dem Internet, während da draußen die Welt verändert wird. Denn nicht nur, dass Taylor Swift sich politisch äußert, Katy Perry gefällt das auch noch.
Und damit möchte ich mich jetzt hier offiziell festlegen, eine von beiden wird den nächsten Friedensnobelpreis gewinnen. Nicht nur, dass Tay-Tay, so nennen wir Swifties ja Taylor Swift, die MeToo-Bewegung mit angestoßen hat, jetzt positioniert sie sich auch noch als Demokratin. Gut, klar, man kann jetzt sagen, Trump ist ja schon Präsident, kommt also ein bisschen spät für eine Frau, die Swift mit Nachnamen heißt. Aber andererseits, haters gonna hate, ihr Ficker, ihr könnt euch doch beschweren, wie ihr wollt. Sie shakt es eh auf. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.